Hallo, liebe geistige Welt. Heute möchte ich gerne wissen, ist Aggressivität schlecht? Beziehungsweise, warum hat Aggressivität oder Aggressionen oder ein aggressives Verhalten so einen schlechten Stand unter uns Menschen? Warum lehnen wir Aggressionen ab? Aggressives Verhalten ab. Hallo, liebe Cynthia. Hallo auch, geschätztes Publikum. Wir sprechen heute zu euch über das Thema Aggression, Aggressivität und was es auf sich hat, wie es euch bewegt, wozu die Aggressivität da ist und was ihr von ihr lernen könnt. Zuerst einmal möchten wir euch sagen, Aggressionen, aggressive Energie, Aggressivität ist nichts Schlechtes. Sie ist sogar sehr notwendig, um eine gewisse Destruktion und Neuorganisation in euren Räumen, in euren kulturellen Räumen, in euren persönlichen Räumen, in starre Strukturen, Dynamik und Leben reinzubringen. Aggressivität und Aggression hat immer einen vorwärts bewegenden Charakter, der reißend ist, der zerstörend sein kann, der wie ein Sturm wüten kann und alles durcheinander und aufwirbeln kann. Aggressivität ist nichts Schlechtes. Aggressivität und Aggressionen können wie ein Gewitter sehr, sehr reinigend, sehr klärend und befreiend sein, wenn sie denn zur rechten Zeit am rechten Ort ihre Wirkung entfalten. Zu 80 bis 90% ist das meist der Fall in eurer Gesellschaft. Sogar dann, wenn sie aus einer negativen Quelle kommen. Ihr wisst ja bereits schon von unseren Übermittlungen, dass Negativität genauso auch ein Bestandteil eures Schöpfungszykluses ist und auch dazu gehört und auch seine Existenzberechtigung und sein Wirkungsfeld hat. Genauso wie auch andere nicht positive Gefühle oder nicht positive Verhaltensweisen oder anderweitige Eigenschaften, Charaktereigenschaften, die ihr als Menschen ablehnt. Aggressivität wird vor allem durch Menschen abgelehnt, die ein Trauma haben in Bezug auf aggressives Verhalten, auf aggressive Energien, die von außen bereits auf diese Menschen gewirkt haben. So tut sich der Mensch, der sich schwer tut, mit Aggressivität zu leben oder mit der Dynamik gewisse Herausforderungen hat, dieser Mensch tut sich gut daran, zu überprüfen, wo er oder sie seine eigene Aggression, seine eigene Lebensenergie, Lebenskraft unterdrückt bzw. hat unterdrücken lassen durch exogene Faktoren wie eben andere Aggressoren vom Außen, vom äußerlichen Umfeld,
Meistens kann das ein jähzorniger Vater, eine tobende Mutter sein, die sich nicht zurückhalten konnte im Ausdruck ihrer oder seiner Gefühle. Und meistens ist dies ein Trauma, welches die Menschen bewegt in ihrer frühesten Kindheit, und dieses Trauma wirkte übergriffig, wirkte wie ein psychischer oder mentaler oder gar emotionaler Missbrauch auf jene Menschen, und somit ist der Empfänger dieser Aggressoren nicht fähig oder unfähig, sinnvoll auf diese Energien zu reagieren. Meistens erfolgt dann die Reaktion aus der eigenen Opferhaltung, aus der Verteidigungshaltung des Opferseins, und einhergehend mit dem Opfer wird häufig auch das Ego aktiviert, um den Schutzpanzer bloß nicht abwerfen zu müssen, um diesen Aggressionen standhalten zu können. Und wir können euch bestätigen, dass mindestens 70% aller Menschen Opfer von aggressiven Energien, von Aggressivität, von destruktiven, negativen Energien geworden sind. Und somit trägt dieser Mensch, diese Menschen, die dieses Wundmal der Aggressivität nicht hinreichend heilen konnte, ständig ein Abwehrverhalten in sich mit, um diese Energien zu unterdrücken. Es kommt zur Repression, es kommt zur Verunglimpflichung und es kommt zu einer Destruktion und Unterdrückung elementarer menschlicher Kräfte. Diese Kräfte befinden sich vorwiegend in den unteren Chakren. Wir sprechen hier vom Wurzelchakra und vor allem auch vom Solarplexuschakra, welche diese dynamischen Energien, Wut, Zorn, Aggression und so weiter steuern können. Und die allermeisten Menschen haben, gerade wenn du ein Zuhörer dieses Beitrags bist, hast du vermutlich ein solches Mundmal in den unteren Chakren. Deshalb ist es wichtig zu überprüfen, wo verleugnet jemand seine eigene Kraft, wo verleugnet jemand seine eigene Dynamik. Und wir tun dies sehr häufig aus Anpassungswille, weil das Zünglein der Mutter oder der Mahnfinger des Vaters sofort Vorderhand nehmen würde und sagen würde, sei anständig, liebes Kind. So seid ihr konditioniert. Umgekehrt konntet ihr in eurem eigenen Kindesalter diese Energien nicht richtig zuordnen. Unzureichend war die emotionale Bewusstheit, um darauf reagieren zu können. Und aus diesem Trauma ist ein Prozess des Leidens entstanden. Und zwar vor allem ein Prozess des Selbstmitleides. Was wir euch empfehlen können, wenn ihr in Anführungsstrichen Opfer von Aggressivität werdet, dann geht es darum, gut in euch nachzuspüren, wie diese Aggressivität in euch wirkt. Ist es eine Aggressivität, die euch einen Weg vorbahnen, vorspuren konnte in Lebensbereiche, die ihr euch sonst nicht hingewagt oder hingetraut hättet? Oder ist es eine Aggressivität, die euch vollkommen niedergemetzelt und klein gemacht hat, um zu erkennen, welch kleiner Anteil in euch Wachstum, Fürsorge und Liebe braucht? Ja,
Auch das ist Aggressivität. Aggressivität ist nichts anderes als ein unerlöster Aspekt der Liebe. Beziehungsweise Aggressivität kann ein unerlöster Aspekt der Liebe sein. Es geht immer darum, gut zu beobachten, werden diese dynamischen Energien bereitgestellt, um den Weg zu spuren, vorzubahnen, damit Wachstum und Erweiterung eines Horizontes entstehen kann, oder ob es tatsächlich nur darum geht, Dinge niederzumetzeln. Und wir können euch versichern, alles, alles hat einen Sinn, sogar das Niedermetzeln, sogar dort, wo ihr die einzige blutige Situation eines Krieges seht, einer Auseinandersetzung seht, einer tiefen, tiefen Wunde seht, all dies hat einen Sinn. Und bestimmt stellt ihr euch im Anschluss diese Frage, was macht Gott? Wo bleibt die Gerechtigkeit? Und wir können euch nicht hinreichend in diesem Beitrag dies beantworten, da Gott und Gerechtigkeit sehr wohl existieren für diejenigen, die es sehen können, die es auch sehen wollen, für all diejenigen, die bereit sind, ihr Wundmal, ihrer Opferposition zu lösen und zu befreien. Und diese Wundheilung ist also elementar. Sie wird benötigt in verschiedensten Prozessen, in gesellschaftlichen Prozessen sowie auch in individuellen Prozessen. Viele Kriege, die ihr erlebt habt als Menschen, die ihr in eurer Inkarnationsvergangenheit vielleicht möglicherweise sogar eigenständig mitorganisiert, mitregiert habt, als Krieger, als Kämpfer, als Herrscher, die ihr gewonnen habt, die Schlachten, aber auch die Niederlagen, all diese Themen sind ein Bestandteil des Entwicklungsfeldes der Aggressivität. Verleugnet diese Aggressivität nicht, denn sie ist da, um Aspekte, um persönliche und individuelle und menschliche Aspekte zu stärken, aber auch um ein Karma gegebenenfalls zu transformieren. Es ist ja die Moral eures Menschseins, dass ihr sowas Schmähendes, Blutrünstiges wie Kriege nur ablehnen könnt. Grausam sind die Taten, die da passieren, und wir können das aus der geistigen Welt nachvollziehen. Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass all dies, sämtliche Destruktion, auch ein Anteil der Liebe ist, auch ein Anteil der großen Schöpferkraft Gottes, ein Anteil der Dualität, ein Anteil der Polarität, ein Anteil vom Leben auf der Erde. Und ihr wisst, und das müssen wir euch sagen und immer wieder sagen, bis ihr es in euch verinnerlicht habt, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wer immer nur das Licht sucht, derjenige wird es schneller mit dem Schatten zu tun bekommen. Es geht also darum, einen Gleichmut und ein gutes Maß zwischen Schatten und Licht zu entwickeln und dieses Verhältnis und Gleichgewicht immer wieder neu zu ajustieren. Und dazu kommt noch ein weiterer Faktor, der Faktor Zeit. So kann es sein, dass ihr jahrelang im Frieden lebt, im Einklang lebt und Peng, bum, bum, wird die Bombe eingeworfen. Das ist normal. Es finden immer wieder zeitliche Abstände statt zwischen Spannung und Entspannung, zwischen Regeneration und kräftezehrender Arbeit. Denn ihr, gerade in Europa,
habt durch diese verschiedensten Jahre der Entwicklung, der Entfaltung, der Sattheit, das Bedürfnis, gerade auch geistig und seelisch betrachtet, euch wieder mal mit euren Schattenthemen zu konfrontieren. Richtig dick seid ihr schon geworden in den vergangenen Jahren. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass ihr jetzt in dieser Zeit vielleicht vermehrt auf Aggressivität, auf Aggressoren, auf anderweitige Kräfte stoßt, um neue Impulse für euer eigenes Wachstum zu erhalten. Es muss nicht immer der blutrünstige Krieg sein. Es gibt viele andere Methoden. Und ja, das Leben ist kreativ. Die Schöpfung ist kreativ. Die Schöpfung mag Abwechslung, so wie ihr Menschen es eigentlich auch mögt. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass die Auseinandersetzung mit Aggressivität, mit destruktiven Energien jetzt zeitgemäßer ist denn je. Lehnt es nicht ab, denn die Aggressivität ist eine ungeheuerliche Kraft, die euch dynamisieren kann, die eure Lebensgeister wecken kann und die euch wahrhaftig und wirklich helfen kann, aus eurer Opferrolle in eure Kraft zu kommen. Und auch das wird ein Prozess sein. Ein Prozess, der Zeit braucht. Ein Prozess, der eben durch die Aggressivität erst recht durch die Energie der Liebe und der Gnade angereichert wird, damit ihr eben genauso auch in der Liebe und ins Licht wachsen könnt. Es ist letztendlich nichts anderes als ein ewiger Tanz hinein in die Transzendenz. Und dazu gehört auch diese Aggressivität. Sie ist nur ein begünstigender Faktor für die Vielschichtigkeit eures Menschseins.